Mein Ex und ich haben ein Kind miteinander. Wie sollen wir eine Kontaktsperre machen können? Du glaubst, das geht nicht? Doch, es geht. Ihr Lieben, ich höre das immer wieder, dass mir Leute in den Kommentaren schreiben, mir ein E-Mail schicken oder mich auch tatsächlich buchen, weil sie sagen, sie sind getrennt, sie wollen eine Kontaktsperre und sie wissen beim besten Willen nicht, wie sie das tun sollen, weil sie ein Kind mit dem Ex gemeinsam haben. Und ich verstehe, dass sich das im ersten Moment unmöglich anfühlt und man irgendwie keinen Denkansatz dafür hat, wie das gehen kann. Ich erlebe aber auch, dass das ganz oft, wenn ich ehrlich sein soll, eine Ausrede dafür ist, dass man nicht in die Kontaktsperre hineingeht. Wenn wir ganz ehrlich sind, ein gemeinsames Kind mit deinem Ex bedeutet, dass du immer wieder Kontakt mit ihm haben wirst. Und zwar so lange, bis euer Kind zumindest ein Teenager ist. Und auch das nur vorausgesetzt, es gibt keine finanziellen Streitereien. Ansonsten bist du quasi mitgehangen, mitgefangen, bis das Kind aus dem Haus ist und auf eigenen Beinen steht. Das heißt trotzdem nicht, dass du keine Kontaktsperre machen kannst. Und mir ist ganz wichtig, an dieser Stelle auch zu sagen, wenn ich von Kontaktsperre rede, dann meine ich nicht ein Tool, um deinen Ex zurückzukriegen. Das kann passieren on the way, das ist aber nicht das Ziel. Wer mich kennt, weiß, wie ich zum Thema Ex zurückstehe und hat vielleicht auch schon meine Beiträge zu dem Thema gesehen. Ich habe ja, glaube ich, auch sogar zur Kontaktsperre schon was draußen. Ich habe schon gar keinen Überblick mehr, was ich alles gedreht und veröffentlicht habe. Aber wenn ja, werde ich es verlinken. Und ich erlebe oft, dass diese Tatsache, dass es ein verbindendes Kind gibt, benutzt wird, um sich aus der Verantwortung zu nehmen. Und die Wahrheit ist, das stimmt so einfach nicht und das muss so auch nicht sein. Also, was meine ich damit? Wichtig ist für euch, damit das funktioniert, was ich euch jetzt sage, dass ihr zuerst mal klare Regeln habt. Der erste Schritt für euch muss sein, zu klären, nach der Trennung, und zwar völlig unabhängig von Kontaktsperre oder nicht, wie und wann und wo findet die Kinderbetreuung statt. Ist das Kind Hälfte-Hälfte? Ist das Kind nur alle 2 Wochen mal beim Papa? Wie ist die Zeitaufteilung? Das ist das eine. Sobald du eine Regelung hast, und darauf musst du drängen, weil die Sperre funktioniert nicht, solange du dich in einem grauen Rahmen, der kein Rahmen ist in Wahrheit, bewegst und einfach quasi auf Zuruf das Kind überbringst oder auf Zuruf auch wieder abholst. Das funktioniert nicht. Damit eine Kontaktsperre trotz Kind klappt, brauchst du einen Rahmen. Und der Rahmen muss sein, wann ist das Kind wo. Und ich empfehle dir auch, das notfalls sogar schriftlich festzuhalten. Ich rede nicht von einem Vertrag, aber zumindest von einer WhatsApp, in der man sagt, okay, also ich halte fest, der oder die Kinder werden ab jetzt so und so und so bei dir sein bzw. bei mir sein. Das ist mal die erste Regelung, die ihr braucht. Das zweite ist, sobald du einen Rahmen hast, und das ist wichtig, und den würde ich eben auch schriftlich festhalten, sobald du einen Rahmen hast, kannst du dir anfangen zu überlegen, wie du die Kontaktsperre gestalten kannst. Ein wichtiger Faktor bei der Frage ist, wie alt ist das Kind oder die Kinder? Wenn das ein Säugling ist, den du im Maxikosi rauf oder runter tragen musst, ist vollkommen klar, dass du bei einer oder um eine persönliche Begegnung mit deinem Ex, mit deiner Ex nicht rundherum kommst. Wenn das bei euch das Thema ist, das heißt, dass du eine persönliche Begegnung nicht vermeiden kannst, dann empfehle ich dir immer Tricks, die ich dir auch schon in, glaube ich, einem anderen Beitrag mitgegeben habe. Nummer 1, weich dem direkten Blickkontakt aus. Wenn du jemanden so in die Augen schaust, gibst du Energie her und gehst du in Kontakt, vermeide das. Schau deinem Ex auf die Stirn, schau ihm auf die Nase, schau ihm nicht auf den Mund, das wäre ein Flirtsignal.
Aber wenn du hierher schaust oder auf die Nase schaust, dann wird es so aussehen, als würdest du ihm ins Gesicht sehen, aber er wird trotzdem merken, dass du nicht direkt im Kontakt stehst. Das ist auch ein ganz wichtiger Tipp, wenn du mit deinem Ex, mit deiner Ex gemeinsam arbeiten solltest. So, dass es also dem Team nicht auffallen soll, dass ihr jetzt vielleicht gerade nicht gut miteinander steht, aber du trotzdem nicht in die direkte Energieverbindung hineingehen möchtest. So, ist das eine. Das zweite ist, halte es kurz. Wenn du das Kind persönlich übergeben musst, weil es noch so klein ist, dann hin, alles klären, hier ist das Kind, hier ist die Tasche. Ich weiß nicht, was noch wichtig wäre, dazu zu sagen. Und dann gehen. Nicht stehen bleiben und irgendwie vielleicht noch warten für 2-3 Sekunden, ob er noch was zu sagen hat, ob da noch was kommt oder sonst irgendwie. Genauso wenig wie da versuchen, casual ein Gespräch herbeizuführen nach dem Motto, na und wie geht's dir so? Ja. Wenn du eine Kontaktsperre möchtest, heißt es Übergabe, zack, raus. Und ich weiß, da gibt es Leute, die sagen, ja, aber dann bin ich ja unhöflich. Und dann denke ich mir, entschuldige mal, ich meine, der hat dich verlassen. Und du fragst dich jetzt, ob das höflich ist, wenn du das Kind übergibst und dann wieder gehst. Also wichtig ist, dass es den Kindern gut geht. Ja? Und dass du dich von den Kindern gut verabschiedest und da einen schönen Abend, einen schönen Tag, was auch immer wünscht und da noch wirklich mit einem festen Hug dabei bist. Und dich gut verabschiedest, deinem Ex, deiner Ex gegenüber, schuldest du Höflichkeit. Das ist immer wieder das große Missverständnis. Ich finde, du schuldest deinem Ex, deiner Ex Höflichkeit. Freundlichkeit kostet extra. Ne? Ein Spruch der Wiener Kellner. Ne? Aber ist nicht notwendig, muss nicht sein. So. Und dann kannst du auch wieder gehen. Und umgekehrt, wenn dein Ex, deine Ex versucht, dich bei der Übergabe der Kinder in Gespräche zu verwickeln, überleg dir Antworten, die du verwenden kannst, um dich aus dieser Situation rauszuholen. Einer meiner Lieblingstricks, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, und ich aber keine Antwort geben möchte, keine konkrete Antwort geben möchte, ist, dass ich einfach darauf sage, danke. Manchmal spiele ich es dann auch noch zurück mit Danke und dir. Und ich bin draufgekommen, ich habe das nämlich damals entwickelt nach meiner Trennung, wie ich einfach nicht mehr sagen wollte. Ich habe nicht sagen können, mir geht's gut, weil mir ist nicht gut gegangen. Ich wollte aber auch nicht sagen, mir geht's total scheiße. Ja? Also habe ich mir angewöhnt, die Frage an sich zu quittieren mit einem Danke. Und dann bin ich irgendwann draufgekommen, dass 99% der Leute nicht checken, dass du die Frage nicht beantwortest, sondern es eh einfach nur abhaken und abnicken und sagen, okay, ne? Also, wenn deine Ex dich fragt, wie es dir geht, danke. Ich muss jetzt leider. Und dann geh. Mach dich rar, nimm dich raus aus dieser ganzen Geschichte. Du bist nicht verpflichtet zu Gesprächen zwischen Tür und Angel. Nächster Punkt. Wenn deine Ex diese Kindesübergaben verwendet, um Gespräche über wichtige Themen, zum Beispiel können wir die Ferien verschieben, wo ist mein Geld, wie sollen wir das machen, ich habe es mir doch anders überlegt und so weiter. Nein. Okay, ich sehe, dass hier ein Gespräch notwendig ist. Heute kriege ich das gerade nicht unter. Ich habe ganz viele Klienten, die dann so überrumpelt sind und in ein Gespräch hineingehen und dann aus dieser Überrumpelung heraus vielleicht auch Zusagen treffen, die für sie nachteilig sind, über die sie sich im Nachhinein ärgern, weil sie sich überrumpeln haben lassen. Daher der nächste Tipp, lass dich nicht überrumpeln. Es ist immer okay zu sagen, du, ich muss jetzt weiter, ich habe jetzt gerade keinen Kopf, mich damit auseinanderzusetzen, lass uns einen Termin dafür zu finden. Beziehungsweise, was du immer machen kannst, ist, dass du bittest, kannst du mir das bitte schriftlich schicken? Ich werde mich später damit auseinandersetzen. Schick mir eine ganz kurze Nachricht. Ja, so. Kann man auch machen. Aber einfach nicht immer quasi alles annehmen, was dir der andere zuwirft.
Du darfst auch mal, wenn dir jemand einen Ball zuwirft, den Ball an dir vorbeifallen lassen und einfach nichts tun. Aus diesem Antwortreflex aussteigen. So. Und der nächste Punkt, den ich aber auch ganz oft erlebe, ist, dass Menschen noch immer ihre Übergaben persönlich machen, obwohl die Kinder eigentlich schon groß genug werden. Und ich habe tatsächlich Klienten dazu gebracht, nochmal, da geht es nicht um Kontaktsperre, um den Ex zurückzukriegen, sondern weil da so viel Verletzung passiert ist und so viel Schmerz da ist, dass die einfach gesagt haben, ich will ihr nicht gegenübertreten, ich will ihn jetzt einfach nicht treffen. Und da ist es einfach auch so, dass die sagen, also zum einen, mein großer Tipp ist ja immer, schaut, dass ihr so timen könnt, dass ihr die Kinder in die Kita bringt und der andere Partner holt sie von der Kita ab, beziehungsweise auch in der anderen Richtung herum. Aber dass die Übergabe möglichst über jemanden Dritten gespielt wird. Und wenn das noch nicht geht, weil es vielleicht von der Übernachtung her noch nicht möglich ist, dass das Kind schon beim Partner, beim Ex-Partner übernachtet, wenn es unter der Woche nicht geht, weil es eben unter der Woche nur für ein paar Stunden beim Ex sein soll und nicht gleich über Nacht dort sein soll, egal wie, überlegt euch, ob es für euch okay ist, beziehungsweise für das Kind natürlich auch okay ist, wenn ihr so quasi schon eine nicht persönliche Übergabe macht. Was meine ich damit? Meine Tochter ist 7. Ich hätte kein Problem damit, die im Erdgeschoss in den Lift zu stellen, fest zu umarmen, ihr einen dicken Kuss zu geben und ihr zu sagen, die 2 Stockwerke zum Papa fahrt sie jetzt so rauf. Da muss ich nicht dabei sein. Und ich habe Klienten, die haben das mit ihren 3-Jährigen hingekriegt, dass sie das so machen, dass da echt ein aufregendes Erlebnis ist nach dem Motto, darf jetzt alleine fahren. Natürlich wissen die dann oben schon Bescheid, aber da kommt eine kurze Nachricht mit, sind jetzt da, der Kleine kommt jetzt rauf und der steigt unten in den Lift ein, verabschiedet sich, ist ja schon an der Sprechanlage geläutet worden, oben steht die Mama, macht die Tür auf und das Kind steigt aus dem Lift aus. Wer sich das nicht traut, kann man überlegen, ob man das Kind einen Stock drunter bringt und sagt, das letzte Stockwerk, das schafft mein Abenteurer jetzt auch allein. Wenn ich es richtig verpacke, kann ich Kindern relativ viel auch quasi zumuten, im Sinne von, dass es für die sogar aufregend ist und lustig ist und ein Teil von Erwachsenwerden ist, ohne dass das eine großartige Belastung ist, dass man da jetzt nicht persönlich in den Kontakt geht. Vor allem dann, und das ist mir ganz wichtig, vor allem dann, wenn die Alternative die ist, dass, wenn du das Kind persönlich übergibst, da nur Streit entsteht. Glaub mir, dein Kind geht besser einen Stock alleine hinauf mit viel Applaus und Bravo, so groß bist du schon und so toll hast du das gemacht, als dass du mitgehst und oben dann einen Streit oder sonst irgendwie was Eiskaltes mit deinem Ex erlebst, das ja nicht nur du erlebst, sondern auch das Kind. Überleg dir, welche Szenarien denkbar sind, wie du das machen kannst. Aber es ist machbar, dass du auch mit Kind in eine Kontaktsperre gehst. Vergiss nicht, Kontaktsperre bedeutet nicht immer unbedingt, dass ich den Ex nie wieder sehen möchte, dass ich stinkig bin auf den, dass ich kein Wort mehr mit dem rede und, und. Kontaktsperre bedeutet für mich in allererster Linie, ich breche mit allen Ritualen, die wir hatten und ich gebe dir keine Energie mehr und ich zeige dir, dass ich nicht unbedingt sofort für dich zur Verfügung stehe, wenn du deine Meinung ändern solltest. Das bedeutet Kontaktsperre. Ich gehe hinein, wenn es sein muss und ich dich treffen muss, dann bin ich höflich. Wenn ich viel Kraft habe, schaffe ich es auch, ein Lächeln aufzusetzen. Und ich halte es kurz. Ich sage Danke, wenn man mich fragt. Ich muss jetzt leider los, ich habe noch einen Termin. Und dann bin ich weg. Ich kläre vorher alles, damit es dort in der persönlichen Übergabe gar keinen Anlass gibt, noch Dinge besprechen zu müssen. Und wenn das hochkommt, bitte ich um ein gesondertes Gespräch
wo ich auch weiß, da kann ich mich darauf vorbereiten, das kann ich vielleicht per Telefon machen, das ist leichter für mich, als wenn ich es persönlich machen muss. Und wo ich auch mein Backup vielleicht für mich dabei haben kann, ein emotionales Backup, über das rede ich vielleicht in einem anderen Beitrag noch. Aber lass dich nicht davon catchen, dass du, nur weil ihr Kinder gemeinsam habt, nicht in eine Sperre hineingehen kannst. Sperre bedeutet, ich stehe dir energetisch nicht zur Verfügung und du spürst es, dass ich für dich nicht mehr so bin, wie ich vor der Trennung war. Ich sage immer, eine Trennung muss eine spürbare Konsequenz haben für denjenigen, der die Trennung ausgesprochen hat. Das ist das Ziel. Das möchtest du erreichen. Und das kannst du auch, wenn du jetzt nicht 100% aus dem Kontakt rausgehst. Weil du eben aufgrund von Kind, manchmal sind es auch Hunde, manchmal sind es auch gemeinsame Unternehmen, nicht aus dem Kontakt ganz rausgehen kannst. Aber wenn du die drei Schritte hast, ja, Rahmen klären, Rahmen fixieren, dir ein paar Sätze zurechtlegen, wie du dich aus der Situation rausnehmen kannst und ansonsten einfach für dich klar zu haben, wie gestalte ich das jetzt, kommst du auch da fein durch. Und wenn du dabei Hilfe und weitere Unterstützung brauchst, dann schreib mir hier in den Kommentaren per E-Mail oder komm zu mir und mach mit mir in einer Kennenlernstunde, oft reicht für so ein Thema schon eine einzelne Stunde aus, die Rahmenbedingungen fest. Ich verspreche dir, es geht dir nachher besser. Alles Liebe. Tschüss.